say does that star-spangled banner yet wave o'er the land at the home of the brave? Liebe Freunde, liebe Finde, liebe FF und Fs, herzlich willkommen zur neuesten Episode Stricker TV, damals exklusiv auf YouTube und via Telegram. Facebook hat mich ausgeschlossen. Ich bin heute extrem müde. Ihr seht es wahrscheinlich meine schönen, schön kleinen Äuglein an. Lange Tag gewesen, viele Kundenbesuche, eine Beerdigung am Vorbereiten, ein Haus am Kaufen, ein Haus am Verkaufen, ein paar administrative Gespräche. Wirklich ein harter Tag und ich freue mich in einer halben Stunde dann schon etwa zuhause zu sein oder für den im Restaurant noch halt. Auf jeden Fall, ich bin auspowert, habe noch nichts gegessen heute, weil ja meinem Intermittent Fasting zu verdanken ist. Ich esse meistens erst ab 6 Uhr und jetzt wird es noch ein Stück später. Schau dir mal, ich würde das schnell erklären. Das ist der einzige Grund, dass ich jetzt online gegangen bin. Ist eine gute Gelegenheit. Eigentlich zwei Sachen. Ich zeige euch mal das hier. Schau dir mal, glauben Sie, dass die Corona-Krise bald überstanden ist? Fast niemand glaubt das in Deutschland. Oder? Ich glaube auch nicht wirklich daran, weil Corona-Massnahmen-Krise ist es ja, nicht eine Corona-Krise. Das heisst, die Deutschen haben überhaupt keine Hoffnung. Das ist der Berichterstattung zu verdanken. Die Leute haben Angst vor dem Virus. Nehme ich an. Vor dem angeblichen. Und jetzt, angeblich noch vorhandenen. Genau, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden von einem Stream. Ich muss gerade noch schnell wieder abhängen, tut mir leid, etwas Wichtiges passiert. Aber zuerst möchte ich mal noch zeigen, ich bin zuerst mal gedisset worden, weil ich etwas weitergeschickt habe bei Facebook. Und so heisst es, wenn du positiv getestet bist, muss ich dir ein Sternchen an die Jacke nähen. Und dann habe ich gesagt, ja, rechts oben, an den Oberarm, genauer an den Oberarm. Und das ist Hassrede. Da ist es darum gegangen, dass ich eine schlaue deutsche Idee gehabt, dass mal alle Kinder, wo negativ oder positiv auf Corona getestet sind, ich glaube, die positiv getestet sind, die sollen nachher, wie sie dann immun sind, quasi ein Sternchen, die sollen quasi mit einem Sternchen belohnt werden oder gekennzeichnet werden, ist das gewesen, das war vor ein paar Monaten gewesen. Ja, und dann ist es nicht passiert, eben, dann hat man dann von dem wieder Abstand genommen. Aber leider das Retweeten oder das Wiederschicken auf Facebook hat mich dann blockiert, hat mich rausgeschmissen. Leider habe ich jetzt den anderen nicht. Ich bin wieder rausgeschmissen worden, bis heute um Mitternacht. Aus dem Grund haben wir ein Interview verschoben, wo jetzt stattfinden soll, bis morgen. Also eigentlich heute Abend jetzt stattfinden. Heute Abend um 10 ab 8. Dann haben wir jetzt eben um den Tag verschoben, weil ich bei Facebook ausgeschlossen bin, damit wir dann nicht die hunderte von Live-Zuschauern verpassen. Das Interview findet jetzt aber morgen statt, dort um 5 ab 8. Ich mache sie ganz kurz, ich wollte das andere Mal einblenden, das kann ich jetzt leider nicht machen, weil ich es vergessen habe aufzuladen. Ich habe es falsch aufgeladen. Darum verzeih mir heute, dass es eine kurze Sendung ist. Nur 3,5 Minuten, für pfeffrige 3 Minuten, auch zum Sagen, ich bin noch lebendig. Etwa ab 11 Uhr am Abend darf ich auf Facebook wieder posten. Und ja, mache ich wahrscheinlich nicht, aber morgen Abend wird sicher live gehen mit der Präsidentin von der Piratenpartei. Wenn ich es recht erinnern kann, sagt sie, dass sie eine moderate Feministin ist. Und das finde ich eine interessante Bezeichnung. Wir haben uns auch dazu entschlossen, dass wir dem Thema Feminismus eine breitere Plattform geben. Ich werde das wahrscheinlich leicht kritisch kommentieren, als jemand, der Identitätspolitik grundsätzlich nicht so toll findet. So, hebt euch Sorge, hebt euch liebste Sorge und genau, denkt an den Mikrosäck und denkt daran, Corona ist vor allem ein Bier. Ciao miteinander.